Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen, die ersten Buslinien in Tübingen zu bauen, damit die Leute einfacher zu unseren Schiffsstationen kommen. Und wie es aussieht, sind hier schon auch einige Leute, die auf unsere Schiffe warten. Und oh Zufall, hier kommt sogar das erste Schiff gerade. Fährt zwar wie eine besenkte Sau, aber hey, er kommt immerhin an. Schau, wo willst du? Nicht durch den Steg. Wer will einsteigen? Weniger wie erwartet. Das waren jetzt... Oh, 48, das geht aber. Jetzt will ich aber sagen, dass wir hier gleich die nächsten Ortschaften machen. Und hier in... Wo sind wir denn hier? Rattingen. Direkt noch ein Busverteiler-Depot bauen. Damit wir einfach ein paar mehr Stationen auch haben. Und ich glaube, 1-2 Stationen schaden eh nie. Würde einfach hier klack mal anbinden. Schnell, zack. Da ist schon das neue Gebiet. Und dann können wir uns direkt mal an die Verlegung der Buslinie machen. Nehmen wir uns hier so einen schönen Bus- und Tram halt. Setzen hier vor der Station ein. Dann hier hinten in dem Gewerbegebiet. Von hier einmal schön rum. Um das ganze Eck. Halten wir einmal hier drin. Ja, und dann fahren wir wieder zurück. Das müsste eigentlich gut passen. Perfekt. Dann legen wir gleich mal hier. Wie habe ich das sonst immer genannt? Bus, genau. Immer Bus. Okay, passt. Wir fangen hier unten an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Das, wo sind die jetzt? Da hier. Bus Rattingen. Perfekt. Und dann können wir den auch gleich mal ein paar Busse geben. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt aktuell Schönes? Oh, ein Volvo 5000. Ich würde eher hier jetzt auf dem Benkow Du Vector, was auch immer zur Hölle das ist, da setzen. Und einfach mal zwei von denen hier rotieren lassen. Oh, ein Doppelstockwagen. Ein DAB PCA 786 von der DB Regio. Das hört sich nach einem schönen Stück an. Wir sollten eh bald auch mal wieder in Schienen investieren, von daher. Aber warte mal, ich sollte die hier noch zuweisen, ne? Rattingen, wo ist hier? Rattingen. Da kommen schon die Büsse, die Büsche. Dann suchen die sich hier gleich mal schön eine Station, wo sie hinwollen. Wo will der hin? Ah, der fährt gleich an die Station jetzt, ne? Der sollte jetzt auch hier mal die lokalen Verkehrsbetriebe auf jeden Fall anheizen. Das wäre, glaube ich, gar nicht doof. Dann gehen wir hier nach Eisfeld. Da ist ja noch absolut gar nichts. Und die Stadt ist... Hat aber schon Hochhäuser, lustigerweise. Teilweise also Hochhäuser. Wie viele Stöcke hat denn das aus hier? 1, 2, 3, 4, 5 Stöcke. Ja, das kann man schon als Hochhaus zählen lassen. Oder als kleines Hochhaus. Würde ich mal sagen. Natürlich nicht jetzt so ideal gebaut, die Stadt. Da müssen wir hier vielleicht erstmal nochmal eine Straße bauen. Eine mittlere Straße, sowas hier. Ich reiße sie mal kurz hier auch noch eine Fabrik ab. Ich stand jetzt einfach im Weg. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder auf Gebäude. Wir haben hier schon so vorgebaut. Hier gibt es gleich eine gescheite Bushaltestelle. Wenn der Sinn auch wahrscheinlich relativ sinnlos ist, aber hey. Wir können es halt, ne? Jetzt kommt an jede Station nochmal hier so eine schöne... So. Zack, um die Ecke. Und das sollte, glaube ich, auch passen. Dann Eisfeld. Jetzt kriegst du deine Station. Schauen wir mal, wie gut das passt. Gut, gleich den Namen. Bus Eisfeld. Und Enter. Dann braucht natürlich Bus Eisfeld auch noch wieder ein paar Busse. Hier würde ich aber drei von den Berghof-Du wegnehmen. Einfach weil die Strecke ein bisschen größer ist.
kostet auch nur 1,8 Millionen. Dann brauchen wir Bus Eisfeld und Zuweisen. Und da fahren auch schon die nächsten schönen kleinen Busse. Klein und fein auf dem Weg zu ihrem neuen Bestimmungsort. Und jetzt sieht man schon den Unterschied zu davor. Hier stehen ordentlich Leute, die mit dem Schiff verfahren werden wollen. Was natürlich dann für uns bedeutet, dass die Strecken lukrativ werden. Und hallo Flugzeug. Das ist natürlich das eigentlich, was das Wichtigste ist, dass diese Dinge hier lukrativ werden irgendwann. Beziehungsweise einen Sinn ergeben. Und schon wieder viele Züge. Holy. Ich glaube, da ist auch immer wieder eine dabei, die, glaube ich, nur ein Fake ist. Hier eine Fake-Lok haben wir dabei, die einfach zum Aufstellen ist. Hier auch wieder eine Fake-Lok. Und eine Lokhorn, okay. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach nächstes Mal an den. Das erschließt. Fliege! Geh weg! Von. Fliege? Weg von der Backe. Voll von Erlensee und von Kranichfeld. Ich würde sagen, dass hier sich dann auch die Autobahn beendet. Nee, wir ziehen einfach die Autobahn hier jetzt noch lange hinten rum. Das ist doch noch eine Idee. Bedeutet, wir brauchen Autobahn. Vielleicht habe ich das endlich ein bisschen scharf. Kann ich, das kann ich doch bestimmt noch anpassen, oder? Zack. Dann brauche ich hier einmal eine Straße und einmal Autobahn. Das ist jetzt nicht der Plan gewesen. Nee, grad bleiben bitte. Ach je, jetzt habe ich es verkackt. Au. Ah, jetzt hat es. Okay. Jetzt haben wir es wieder. Die Hoverbrücke steht. Nein, wir gehen nicht nach unten. Wir wollen gerade bleiben. Und vor allem den Brückentyp verändern. Wir sind hier modern, Jungs. Gebogene Brücke. Bisschen, was heißt bei dir bisschen senken, ey? Also irgendwie haben wir nicht verstanden, wie bisschen senken geht hier. So, jetzt ziehen wir mal. Wir müssen hier hinten so rum. Sollte hoffentlich klappen. Das wird die fliegende Autobahn jetzt hier. Höher wo wie irgendwo anders. Holy shit, ist die hoch mittlerweile. Jetzt muss man hier mal wieder ein bisschen anpassen, die Höhe. Weil das gerät ja schon fast aus den Fugen. So, wieder rauf damit. So. Dann haben wir eine ewig lange Autobahn. Und dann kann ich hoffentlich jetzt hier irgendwie so... Natürlich auch wieder eine Standardautobahn. Zu. Natürlich sind die jetzt nicht perfekt nebeneinander hier und es gibt auch einige Ungereimtheiten wahrscheinlich, aber wie soll ich die denn perfekt nebeneinander kriegen? Ich finde es geil, dass du die übereinander bringen kannst. Das ist ja so richtig bugfreundlich und so.
hier bringen wir sie dann irgendwie runter, ne? Nächsten Niveau haben wir sie dann am Ende gebracht, ein bisschen höher, ne? So ungefähr. Ich muss ja auch das Endniveau wissen, so. Geht jetzt zum Beispiel wieder gar nicht. Ah, Mann. Straße. Nicht nach unten oben bleiben. So, und dann können wir die zaubermäßig einfach umdrehen. Drehen das begierte Objekt um. Klack. Und die ist schon quasi umgedreht. Hier muss natürlich noch mal kurz der Zauberhang dran, damit es hier irgendwie dann passt. Zack. Und schon wieder neue Teile. Wie viele Teile wollt ihr noch geben? Oh, die Linie Salzburg S-Bahn ist da. Schick. Schick, schick. Die müssen wir vielleicht mal verbauen. Aber als erstes, geht mal weg hier. Ich muss mich konzentrieren. Sollten wir hier die Straßen upgraden. Vor allem die dann zu unserer neuen Autobahnauffahrt führen. Da sollten vielleicht ein paar kompetente Straßen dabei sein. Steigung zu groß. Okay, dann sollte ich vielleicht die Autobahn nochmal ausbauen. Wie oft noch? Ich will nicht, dass die auf den Boden kommt. Die soll fliegen. Das ist die fliegende Autobahn. So, das noch einmal umdrehen natürlich, damit das hier auch schön passt. Und dann probieren wir das jetzt Ganze nochmal aufs Neue. So. Zauberweg passt nicht. Zauberweg passt und passt. Dann drehen wir das Ganze jeweils noch um. Und der nächste Ort ist angeschlossen. Und die fahren auch schon wie die Wilden. Da kommen ganz viele jetzt. Aber natürlich, wer hat schon die Chance, so eine Autobahn zu verwenden, ne? Eine XXL-Brücke, das ist... mal wieder vielleicht übertrieben. Schaut schon aus fast wie eine Mauer. Ja, aber sie können auf die Autobahn fahren. Fahren die auch denn hier irgendwo ab, oder wo wollen die hin? Ach ja, die ersten fahren jetzt auch auf, cool. Es kommt natürlich hier zu Verkehrschaos. Aber ja, was will man machen? ICE müsste ja auch hier irgendwo verkehren, oder? Ja, ICE, da ist er unterwegs. Fliegt da vorbei hier. Da fliegt er vorbei. Da müsste man das am Ende eigentlich nur noch bis hier hinter zur Fürstenei auflösen. Und dann ist diese Autobahn auch schon fertig. Dann hat sie doch... Ah nee, okay, München muss noch über Refem angeschlossen werden nach Siegburg. Aber dann ist diese Autobahnstrecke fertig. Dann ist die auch ordentlich lang geworden. Haben wir schon kilometerweise Straßen verlegt. Bedeutet, LKWs können fahren. Dann machen wir es wie die Deutsche Bahn. Wir verlegen unseren ganzen Schienenverkehr auf die Straße. Ich glaube, das ist eine Idee. Ne? Das hört sich nach einem Plan an. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja... Oh, neue Busse. Perfekter Abschluss. Hier kommen wieder 3000 neue Sachen rein fürs nächste Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt.
und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.